Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ultima 5 Lazarus. So, wir hatten in der letzten Folge von Lord Tenet erfahren, dass da unser Barde Fortigern irgendwie nicht der ist, von dem man sagt, dass er es wäre. Und da möchten wir jetzt nochmal nachhaken. Ich habe übrigens auch noch Nahrung gekauft in der Pause. So, ihr grüßt uns freundlich, aber etwas zurückhaltend. So, wir möchten mit dir über dein Verhalten reden. Du fragst Fortigern, ob er sich krank fühlt. Er sieht dich zögernd an, doch antwortet, nein, es geht mir gut, mein Herr. Warum fragt ihr? Du erzählst Fortigern davon, dass man sich in der Stadt von seinem eigenartigen Verhalten erzähle. Er errötet zunächst, doch dann rollt er mit den Augen und sagt, ich kann mir gut vorstellen, von wem ihr dies gehört habt, mein Herr. Es war dieser verwünschte Ivar. Er weiß, dass ich ihn schon seit einiger Zeit gewisser Missetaten verdächtige und deshalb ist er hinter mir her. Er lächelt verschmitzt. Hört nicht auf, seine falsches Gerede. Ich nehme doch an, dass wir sonst niemand etwas Böses nachsagt, oder? Doch es haben auch, glaube ich, andere Leute schon was gesagt, dass er sich komisch benimmt. Ja, genau. Schlaftränke war irgendwas, Theorie über Magie, Trinkprobleme, ja. Ja, Jessica, ich weiß nicht mehr, was sie über ihn gesagt hat. Leona hatte eine Vision und Yolo hat noch irgendwas gesagt, dass... Ah, genau, Yolo meinte, sie müssten sich eigentlich auch kennen, weil sie beide Barden sind. Und... aber Fortigern hat ihn nicht mehr erkannt. So, wo fangen wir jetzt an? Wir fangen mal mit Yolos Bemerkung an. Du erzählst von Yolos Bemerkung darüber, dass er im Gegensatz zu früher so viel ernster geworden sei. Fortigern zuckt ärgerlich mit den Schultern. Er kennt mich kaum, mein Herr. Okay, dann hast du definitiv ein Alkoholproblem. Du sprichst ihn auf seine Trinkgewohnheiten an. Fortigern antwortet fauchend, ist das etwa verboten? Haltet ihr euch für meine Mutter? Nein, ich glaube nicht, dass ich alt genug bin, deine Mama zu sein. Fortigerns Blick schießen wild umher, deinem Blick ausweichend. Okay, dann war da noch was mit Schlaftränken. Ah, ihr spielt offenbar auf die Geschichte des Reagenzienverkäufers an, der zufolge ich Unmengen an Schlaftränken bei ihm erworben haben soll, antwortet ihr Fortigern mit einem höhnischen Lächeln. Na schön, ich habe also Schlafprobleme. Ist das denn so außergewöhnlich in diesen verworrenen Zeiten? Fortigern beginnt heftig zu schwitzen. Okay, dann Theorie über Magie? Du fragst, woher ein Bade so viel über die Kunst der Magie weiß, dass seine Theorien den Reagenzienhändler beeindrucken konnten. Genau, ja, das hat er uns erzählt gehabt. Fortigern windet sich unter deinem Blick. Ich hegte einmal ein gewisses Interesse an Magie. Ich habe sie ein wenig studiert, wenngleich ich nicht die Kräfte besitze. Dich trifft ein düsterer Blick. Fortigern verliert nun völlig die Beherrschung. Ich kann es einfach nicht fassen, dass ihr mich weiterhin mit diesen Hirngespinsten beschuldigt, mein Herr. Was versucht ihr mir zu unterstellen? Was muss ich tun, um euch zu beweisen, dass ich tatsächlich der bin, für den ich mich ausgebe? Für euch singen? Ja, dann sing mal. In seinem Gesicht spiegelt sich tiefe Bestürzung. Fortigern zittert nun leicht. Ihr wollt tatsächlich, dass ich singe? Ja, wenn du ein Bade bist, solltest du kein Problem damit haben. Fortigern fügt sich mit einem Ausdruck der Resignation schließlich doch deiner Bitte. Na schön, mein Herr, ich werde euch eine meiner Kompositionen vortragen. Er räuspert sich, während er das Buch mit seinen Liedern vor sich hält. Seine Harfe schnallt er jedoch nicht vom Rücken. So, lasst mich singen, ein Lied der Tugend. Lasst mich singen von Tugend zu rein. Nur ein Krug voll Ale ist's, was ich verlange, um euch mit goldener Stimme zu erfreuen. Fortigerns Stimme ist kräftig und voll, doch er hat Mühe, die Töne zu treffen. Es klingt nicht nach einem Barden. Yolo zuckt zusammen und wirft ihr einen Blick zu, während er den Kopf unmerklich schüttelt. Eure Aufmerksamkeit, die möchte ich haben. Leihet mir eure Ohren für
meine Verse, so werd ich singen vom wackren Helden, von dem großen. Fortinger stammelt jetzt nur noch mit Pausen zwischen seinen Worten, als ob er nicht mehr wüsste, wie seine Vorstellung weitergeht. Statuengleich steht er da, steif, die Muskeln verkrampft, das Liederbuch in den Händen. Schweiß rinnt an seinem bleichen Gesicht herab. Der Held zog aus zu einer Schlacht und mit seinem Schwert, das so verdammt scharf war, schlug er all die, die ihm da entgegentraten, und ihr Blut, das sammelt sich auf dem Boden in Pfützen. Jodo schüttelt nahezu ohne Unterlass seinen Kopf mit einem Ausdruck des Entsetzens auf seinem Gesicht. Fortingers Haare sind von Schweiß getränkt, der immer noch an ihm herabrinnt. Plötzlich lässt sein rechter Arm die Liedersammlung los und senkt sich zu seinem Gürtel, an dem sein Kohlestift steckt. Durch die hektische Bewegung wird das Buch aufgeschlagen und du siehst, dass die Seiten unbeschrieben sind. Fortingers rechte Hand greift nach dem Kohlestift und beginnt auf ungelenke Weise das Buch zu schreiben. Über sein Gesicht huscht ein Ausdruck der Verwunderung und des Erschreckens, doch er bleibt weiterhin wie angewurzelt stehen, jeden Muskel angespannt, mit Ausnahme seines rechten Arms. Er singt weiter. So hackte er Arm und Bein von ihren Leibern, schlug die Häupter von ihren Schultern, schlitzte ihre Bäuche auf und warf die Eingeweide fort, auf das sich aasfressendes Getier an ihnen nähren möge. Indem er die letzten Worte herausschreit, scheint er sich aus seiner Starre zu lösen. Er reißt die Seiten aus dem Buch und versucht, sie zu zerknüllen. Doch sein Krampf in seiner rechten Hand lässt die Seite zu dir herüberflattern. Ohne lange nachzudenken, fängst du sie während ihres Falls zu Boden auf. Fortingir macht einen drohenden Schritt auf dich zu und sagt dann mit zwischen den Zähnen hervorgepresster Stimme: Es wird ihm nichts nützen. Er dreht sich um und eilt mit schnellen Schritten davon. Das klingt fast so, als wäre er besessen. Und mit seinem rechten Arm hat er irgendwie die Wahrheit geschrieben. Na gut, wirklich weggerannt ist er nicht, aber wir schauen mal. Da, furchterregende Botschaft. Alles auf dieser Seite, aus diesem zerknitterten Stück Pergament steht ein Satzfragment in Fortingers ungleichmäßiger Handschrift. Hilf mir, Sarah, ihr da, hä? Ich kann das nicht wirklich lesen. Aber er scheint besessen zu sein. Okay. Was machen wir jetzt? Sollen wir nochmal mit... Ja, wir können nochmal mit Lord Kenneth reden. Oder mit dem Mystiker wegen Magie. Fortinger ist ein Bade. Nee. Das ist nicht das, was wir... bei ihm können wir jetzt nichts. Was machen wir jetzt? Caroline? Sie mag ihn nicht, ja, aber... Aber das ist auch nichts Neues. Ich bin jetzt gerade ein bisschen überfordert. Bisher war es klar, was wir machen sollen, aber was machen wir jetzt? Können wir mal mit Jessica... Nee, die ist unterwegs, sie sagt nichts. Ava geht jetzt auch nach Hause. Ja, toll, jetzt ist gerade Schlafenszeit. Oder geht ihr vielleicht ins Wirtshaus? Kann man ihm irgendwie helfen?
Nee, ihr geht jetzt ins Bett, ne? Okay, das... Was macht man bei Besessenheit? Ich bin leicht überfordert. Das war jetzt schon ziemlich unerwartet. Ich dachte, dass er sich vielleicht auch halt nur für ihn ausgibt, aber dann jetzt sagt, ja, ich bin jetzt der und der und dann ist das Rätsel gelöst, aber das war ja schon Besessenheit. Nochmal diesen Zettel da anschauen. Hilf mir. Es könnte Sarael. Sarael da? Oder Sarkael? Sarkael da? Keine Ahnung, was das soll. Vielleicht kriege ich irgendwann noch einen Geistesblitz. Was wir jetzt machen können, ist zum Schrein nochmal zu gehen. Ja, Avatar ist erst Stufe 2. Aber ich glaube, das war er die ganze Zeit. Vielleicht können wir noch hier Level aufsteigen. Bei Ultima 6 war es so, wenn man eine bestimmte Erfahrungszahl hatte, konnte man zum Schrein gehen und dann die Erfahrung quasi noch in Stufen umsetzen. Moment, Yolo ist Stufe 3 mit 459. Ja, dann müsste der Avatar eigentlich auch Stufe 3 werden können. Just tell me what to do. Das wäre mal eine Maßnahme. Dann machen wir das zuerst mal. Just give me a moment. Dann vergeht ja ein bisschen Zeit. Und dann hoffe ich, dass dann die Herrschaften wieder wach sind. Und hier noch mit diversen Leuten darüber reden können. Der Schrein war, glaube ich, da hinten. Da, genau, über die Brücke. Diese Taufsicht finde ich eigentlich ganz praktisch, um die Orientierung zu gewinnen. So, wir reden mal wieder mit dem Schrein. So, die innere Ruhe, ja. So, Mitgefühl. Könnten wir hier auch das Mantra des Opfermuts machen? Ja gut, das war natürlich nicht funktional, weil es nämlich falsch war. Wir machen mal Opfermut. Und das war K. Wobei, Opfermut klingt so nach Intelligenz. Das möchte ich eigentlich nicht. Ich glaube, Britain war, glaube ich, Geschicklichkeit oder so. Das wird uns eigentlich jetzt mehr helfen. Nein, ich mach mal kurz da weg da. So, nochmal. Diesmal richtig. Wir machen Mitgefühl mit Mu. So, ein Zyklus, zwei, drei. Stille des Schreins erfüllt deine Seele. Mitten in der Stille erklingt die Stimme. Sie erteilt dir eine Queste. Es ist eure heilige Queste, euch dem Kodex zu begeben, ja, an das Herz der grausamen Seele zu erfahren. Das kam beim letzten Mal auch. Kehrt wieder, wenn ihr die Queste erfüllt habt. So, ist jetzt stufenmäßig irgendwas passiert? Der Avatar hat weiterhin Stufe 2. Ah. Du warst Stufe 3. Und du warst auch Stufe 3. Da haben wir nicht genug Erfahrung. Das müsste ich nochmal nachlesen. Naja, du sollst nicht alleine laufen, wir laufen gemeinsam. Okay, dann wieder zurück in die Stadt. Oder hätten wir das Wort der Macht nehmen müssen?
müssen. Vielleicht ist das Wort der Macht hier fürs Aufsteigen. Weil das kann man ja nur an dem Schrein verwenden, glaube ich mal. Nee. Nee, jetzt war doch gar nichts von wegen... Nee, wir können nur meditieren. Wir können gar kein Wort der Macht mehr sagen. Dann war das nur zum Reparieren. Okay. Dann nochmal Handbuch fragen. Aber vorher gehen wir nochmal zurück. Ich würde gern... Ja, dem Baden helfen. Vor allen Dingen rausfinden, von Wasser besessen ist. Oder wie würdet ihr das definieren, wenn jemand dann so mit einer Hand dann krampfhaft dann einen Hilferuf absetzt und der Rest des Körpers will das halt gar nicht. Das klingt sehr nach Besessenheit. So. Was sagt denn die Uhr? Die Uhr sagt mitten in der Nacht, bald 2 Uhr. Dann lassen wir die Zeit mal ein bisschen schneller laufen. Und ich weiß nicht. Ja gut, mit dem Mystiker wollten wir reden, da konnten wir aber nichts fragen von wegen Besessenheit. Wir können mit Tenet reden oder halt auch mit den weisen Frauen, den Orakelfrauen im Tempel. Oh, das Essen, das vergeht so schnell. Aber wir haben noch ein bisschen Kram, den man verkaufen kann. So, hier ist schon mal Action. Hier ist Bewegung. Auch die Zeit noch mal langsamer. So. So, zuerst würde ich gerne mit den Tempelfrauen reden. Ich finde es gerade total spannend, was mit dem los ist. So, Ava. Du warst, glaube ich, die Vergangenheit. So, Fortigern. Er ist ein Bade. Ich sehe, wie er in ganz Britannien auftritt und die Menge unterhält. Ich spüre gewaltigen Hass in ihm wachsen, der gegen Blackthorn, unseren Regenten, gerichtet ist. Ja gut, das ist ja in Ordnung. Sie sieht für einen Moment zu Leona hinüber, dann wieder zu dir. Ja, ich vergaß. Ihr besucht den Tempel recht häufig. Er hat uns beide nach dem Mantra des Mitgefühls gefragt. Doch keiner von uns beiden kann es sehen. Ah, da! Sarkael-Notiz. Okay, das hätte ich jetzt dann nicht rausgelesen. Aber nimmt ihr die Notiz ab, sie betrachtet sie konzentriert. Vor meinen inneren Augen sehe ich, wie Fortigern vor einigen Monaten in diese Stadt kam. Ich kann spüren, dass dieser Sarkael, den er in seiner Notiz beschreibt, bei ihm war und ich kann ihn nicht genau sehen. Mein Geist weigert sich, ihn zu erfassen. Dann ist er vielleicht von diesem Sarkael besessen. Bevor Fortigern in die Stadt kam, sind sie die Küste südlich von hier entlang gewandert, am Fuße der Felsenklippen. Sie haben nach etwas gesucht und auch gefunden. Eine Höhle tief unter Cove. Ich sehe, dass sie die Höhle betreten haben und dass Fortigern später allein aus der Höhle kam. Ah, die Höhle habe ich auch gefunden auf dem Rückweg. Die habe ich gefunden, da ging es ziemlich runter, aber ich bin nicht reingegangen, weil ich ein bisschen Schiss hatte. Die habe ich gefunden. Der Bade reiste gen Westen und Norden um die Klippen herum. Er folgte einem Fluss und ging unter einer großen Hängebrücke hindurch. Als er an die Ufer des Lock Lake kam, wandte er sich nach Osten und stieg einen steilen Pfad empor. Oben angelangt stand er an der Kreuzung der Straße nach Cove, Britten und des Gebirgspasses. Ja, doch, das passt. Ich glaube, das passt. Ja, das müsste ich wiederfinden. Das bekommen wir hin. Sie dreht sich zu Leona und sie sehen sich für einige Augenblicke ruhig an. Ava sagt, ja, du hast recht. Sie dreht sich wieder zu dir und sagt, bitte zeig Leona die Notiz. Sie könnte euch vielleicht mehr erzählen. Genau, und das hatte ich auch gerade vor.
So, wo ist Leona? Da hat das Spiel uns wohl ein bisschen auf den Arm genommen. Die ist nämlich gerade nicht da. Ja, da hinten ist sie. Dann schauen wir mal, dass wir sie im Gasthaus ansprechen können. Die gehen jetzt vielleicht zum Frühstück oder so. Hallo, wir möchten auch Frühstück. So, geh mal zu deinem Platz. So. Sarkail-Notiz. Leona streckt eine Hand aus und berührt eine Ecke der Notiz. Sie starrt für eine Weile in die Leere des Raumes. Ich spüre, dass dieser Sarkail sich an einem dunklen Ort aufhält. Ich kann seine Umgebung nicht deutlich genug erkennen, um sie zu bestimmen. Auch kann ich ihn nicht erkennen. Aus irgendeinem Grunde kann ich ihn nicht direkt sehen. Ich weiß nicht, wo sich dieser düstere Ort befindet. Vielleicht kann es euch meine Schwester sagen. Aber dieser Sakai ist stark, sehr stark. Seid gewappnet, wenn ihr euch ihm entgegenstellt. Unterschätzt ihn nicht. Na, vielleicht sollten wir dort doch noch nicht hingehen, da wir ja schon mit anderen Gegnern noch so unsere Problemchen haben. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist dieser Sarkael irgendwie auch im Körper von Fortingir eingesperrt worden und dass Sarkael quasi ein Stück weit die Kontrolle hat, deswegen auch nicht singen kann und dass Fortingir irgendwie in die zweite Reihe verdrängt wurde im Bewusstsein oder wie auch immer ich das beschreiben soll. Ich schau mal, dass ich spontan den Weg zu der Höhle nochmal finde. Doch, das war auf jeden Fall hier über diese Brücke gewesen. Da kommen sie jetzt erstmal nicht hin. So, dann müssen wir hier über die Brücke. Ich finde das so cool, die Karte von oben. Ist natürlich mit Vorsicht zu genießen, wenn man Gegner erwartet. Aber hier sollten eigentlich keine sein. Weil die Hängebrücke, das war, glaube ich, die mit dem Troll. Und da kann man natürlich jetzt einen Umweg gehen, aber jetzt gehen wir, glaube ich, so ein bisschen Abkürzung. Dann da unten hin. Dann kann man sich hier durchdrücken. Dann war das, glaube ich, dort hinten irgendwo. Ich recht entsinne. Es war irgendwo, wo eine andere Brücke noch mal rüber über den Fluss geht. Dann war das hier im Fe da, hier. Das habe ich gemeint. Das ist Unterkauf. Wir machen mal eine Schnellspeicherung, weil sie hat ja gesagt, wir sollen vorbereitet sein und das sind wir, glaube ich, nicht. Aber wir schauen mal kurz. Hier geht's halt tierisch runter. Okay, da liegen schon Skelette. Die Musik wird gruselig. Da ist ein Geyser, oder? Leben. Ah, wir haben den Druck bekommen. Jetzt noch ein paar Mücken. Ein paar viele Mücken. Okay, was war das jetzt? Ja, Insektenschwarm ist klar, aber das große Vieh, das war irgendein Dämon. Was? Da liegt eine Leiche. Ja gut, ein Insektenschwarm wird das wohl kaum sein, Spiel. Sieht eher nach menschlicher Leiche aus. Edelsteine. Da sind wir doch dabei. Kriegen wir die? Oh, ein Ring des Schutzes. Ah, okay. Da können wir quasi nicht Nein sagen.
Zuerst mal Zeugs verteilen. Edelstein. Wer hat den Ring des Schutzes? Goldklumpen kann mal dahin. Ein paar tolle Handschuhe. Rüstung 1. Zieh die mal an. Rüstung 1. Du hast noch keine Hände. Das war die falsche Person. Du hast keine Handschuhe. So, und wo ist jetzt der Ring abgeblieben? Goldklumpen. Eine Hellbarde. 10% Chance, Nahkampfangriff abzuwehren. Langsame Angriffsgeschwindigkeit. Na, ich bin kein großer Freund von langsamen Waffen. Schlechter Bogen? Aber wo ist der Ring? Dornenhelm. Moment, schauen wir gleich. Ein blauer Trank. Bin ich blind? Also nicht wirklich, aber ihr wisst, wie ich es meine. Achso, habe ich den jetzt wieder auf den Boden geworfen? Ja, habe ich. Achso, er ist überladen, okay. Das ist ein Argument. So. Macht auch Schaden. 4 bis 4. Okay, dann kriegst du den, weil du bist unser Nahkämpfer. Sieht bestimmt total toll aus. Du hast ein Käppi. What is it? Quenno. Ihr gebt das mal an Quenno. Quenno, meine gute Mütze. Aber wo ist jetzt der Ring? Schriftrolle. Hat der den jetzt... Nee, hat er nicht auf den Boden geworfen. Eine Verteidigung 3 Rüstung. Aber ich finde den Ring nicht. Hat's auf den Boden geworfen. So, dann nimm den jetzt mal bitte. Zieh den an. Nochmal zum Ring. Das ist ein Edelstein. Da stand doch Ring des Schutzes. Ich hab doch keine Hallos, oder? Das ist das Problem an diesem Einsammeln-Button, dass man nicht weiß, wer es einsammelt. Da hat es irgendjemand automatisch angezogen. Nee, das ist leer. Du hast auch keine Ringe. Auch nicht. Well. Wo ist dieser Ring? Ich sehe ihn hier auch nicht mehr. If thou art sure. I at once. Das ist jetzt extrem seltsam, aber okay. Geht's nochmal hoch. Oh, und wir müssen eigentlich schon längst in der Pause sein. Ich schaue in der Pause nochmal, dass ich den Ring irgendwie bekomme. Weil das... Wobei... Ja, Ring des Schutzes kann ich auch noch was dazu sagen. Ich dachte, in Ultima 7 Teil 1 und Teil 2 halten die Ringe unendlich, wenn man mit Exalt spielt. Also dieser speziellen Emulations-Engine für die Ultima 7-Teile. Und das ist dort eigentlich ein Bug. Von daher, die Ringe halten auch nicht ewig, normalerweise. Aber ich schau mal, was ich machen kann, ne? Also, drückt mir die Daumen und bis gleich.